eines meiner Lieblingsobjekte hier in der Dauerausstellung in der Städtischen Galerie im leeren Beutel ist der Affe von Rudolf Koller, eine Bronzeplastik von 1976. Und das Faszinierende an dieser Tierplastik ist dieses Spiel aus Neugier und Zurückweichen und Vorpreschen, aber auch Angst haben, was dieses Tier symbolisiert. Koller hatte einem Zirkus damals diesen Affen abgekauft und bei sich zu Hause im Käfig gehabt, um ihn zu studieren. Koller hat auch andere Tierstudien gemacht und dieser Affe hat ihn fasziniert und mein Eindruck ist, dass er das kongenial umgesetzt hat. Eigentlich gehört der Affe von Koller in jedes Werk über die Tierplastik im 20. Jahrhundert. Mein Name ist Dr. Rainer Meyer, ich bin Leiter der Städtischen Galerie im leeren Beutel.